Das Vereinsquiz wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Und Ihr Professor Tatze wünscht Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Vereinsquiz. Manchmal kommt's im Leben etwas anders, als man denkt. Dann kann aus einem kleinen Streit schnell eine teure Rechtsstreitigkeit werden. Wenn sich zum Beispiel Ihr gebuchtes Ferienparadies als totaler Reinfall entpuppt. Genau dafür gibt's den Ergo-Rechtsschutz im Privatbereich. Mit diesem müssen Sie das Kostenrisiko nicht scheuen. Er hilft Ihnen dabei, dass Ihr gutes Leben Ihr gutes Recht ist. Von der ersten Beratung bis hin zur unkomplizierten Übernahme möglicher Anwalts- und Gerichtskosten. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Ergo-Berater. Ergo Rechtsschutz. Leistungsstark abgesichert. Von der Ergo Generalagentur in Gonei in Ölsa. Kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Herzlich willkommen im Autohaus Liliensieg. Ihr Fahrzeug ist schon älter als 4 Jahre? Dann profitieren Sie von den attraktiven Preisen des Liliensieg Economy Service. Denn bei uns gilt, umso älter Ihr Fahrzeug, umso höher der Nachlass. Ab 4 Jahren erhalten Sie so 10%, ab 6 Jahren 15% und ab 8 Jahren 20% Nachlass auf die gesamte Werkstattrechnung. Mit dem Liliensieg Economy Service passt der Preis zum Fahrzeugalter. Und jetzt wünschen wir allen noch viel Erfolg beim Vereinsquiz. Sowie der Strakos Erlebniswelt in Kollnitz. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Vereinsquiz Nummer 4. Wir stehen wieder vor unserer wunderschönen Quizwand. Habe schon auch ganz vergessen, nochmal den Sponsoren vielen Dank zu sagen. Also alle, die hier draufstehen, die machen das möglich, dass wir so ein schönes Quiz machen können. Und natürlich auch die Teilnehmer machen es möglich, dass wir ein bisschen Spaß haben. Das sind die Vereine aus der Region, die sich hier melden können und mal ganz schnell 300 Euro im Finale abgreifen wollen. Ob sie es können, wird sich rausstellen. Und wir sind heute hier beim SC Freital, Abteilung Tischtennis. Die sind auch das erste Mal dabei. Die Tischtennisspieler, und die haben sich Verstärkung geholt. Sie haben einen Fachmann für die Fragen der Geschichte an die Seite geholt, den Gerd Lotze. Den kennen Sie ja schon, der war schon mehrmals dabei und hat mit seinem Wissen wirklich überzeugt. Und wir wollen mal gucken, wie das die anderen dann schaffen. Wir wollen erstmal wissen, wie es bei den Tischtennisspielern so los oder was da losgeht oder was da los ist. Guck mal kurz, eine Kurzvorstellung der Sektion oder der Abteilung. Hallo. Also wir von der Abteilung Tischtennis, wir haben ungefähr 50 Mitglieder. Davon sind ca. 20 Kinder, 30 Erwachsene. Wir haben 5 Mannschaften, die im Wettkampfmodus spielen, quasi in den Kreis liegen. Und seit diesem Jahr sogar eine in der Bezirksklasse, die ist aufgestiegen, freuen wir uns sehr. Wenn ich mal kurz korrigieren darf, wir als Tischtennisabteilung sind sogar zum zweiten Mal dabei. Allerdings damals noch als Heinsberger SV. Ach so, okay. Genau. Ja gut, das habe ich jetzt nicht. Sind sogar ins Finale gekommen, haben dort aber glücklichen Dritten gemacht. Okay. Ja, ansonsten haben wir immer freitags 19 bis 22 Uhr Training und wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Also Tischtennis, ist das, gibt es da vielleicht eine Altersbegrenzung, wo man sagt, man muss mindestens 4, 5 sein oder sowas? Wann geht's los? Bei den Kindern freuen wir uns, wenn viele kommen, aber dann haben wir einen Einstellungsstopp, sage ich jetzt mal. Da sind wir schon 20, da sind wir an der Kapazitätsgrenze. Also es fehlt dann auch die Ausbildung. Die Trainer und Übungsleiter, da ist es immer so das Problem, dass es halt bei so vielen Kindern, du musst dich mit jedem ordentlich beschäftigen, soll ja keiner zu kurz kommen und deshalb leider keine Kinder mehr, aber man sollte so mindestens schon 8, 9, dass man ordentlich über den Tisch gucken kann. Und wie lange kann man spielen? Da gibt es keine Grenze. Nee? Bis oben end. Okay, also ich gucke das immer mit solchen Augen an, wie die sich, also was das für Reaktionen sind, was der Mensch für Reaktionen entwickeln kann, also im Zehntelsekundenbereich, das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Also ich finde es tollen Sport. Ich kenne Sportkollegen, die haben mit 90 noch am Tisch gestanden. Ja. Dann haben wir ja keine Angst um die Zukunft. Auch der Herr Lotze. Aber spielen Sie auch Tischtennis? Nee. Nein. Nee. Ich bin Leichtathlet. Leichtathlet, alles passt. Das ist also praktisch die Mannschaft des SC Freital mal ein bisschen aufgeweicht noch hier mit Tischtennis und Leichtathletik. Ist alles gut. Und es spielen heute mit an meiner Seite, den haben Sie gerade gehört, Martin Höhne in der Mitte, Ronny Pietsch und wie gesagt Gerd Lotze. Es geht, das wisst ihr, um die 100 Punkte, die möglich sind. 10 Fragen, 30 Sekunden Zeit für jede Frage. Es gibt A, B oder C. Die 10 Fragen habt ihr bereits gezogen. Und wir hören jetzt auf mit dem Gelaber. Oder ich höre auf mit dem Gelaber. Und wir starten. Wollen wir es machen?
Geht los. Geht los. Für Frage Nummer 1, die ersten 10 Punkte für SC Freital Sektion Tischtennis. Wann beginnen 2026 die Sommerferien in Sachsen? A. Am 27. Juni, B. Am 4. Juli oder C. Am 11. Juli. Wer schon mal Urlaubsplanung gemacht hat, könnte es wissen, wenn man ein Kind hat. Juni, das war rechtzeitig. Und das ist, ich glaube, eine Woche später. Also A. 27. Juni, B. 4. Juli oder C. 11. Juli. Sommerferien 2026. Ach nee, ist ja in 2 Jahren auch schon. Antwort A. Nee, es ist der 4. Juli. Okay. Der 4. Juli. Ach, der 4. Juli. Juli. Ich hab Juni verstanden. Muss ich lauter reden? Nee, ja, also gut. Ich habe hier mein Hörgerät. Oh, ich muss mein Nuscheln. Oh, oh. Ja. Dann kann man es auch nicht ändern, ne? Ja, kann man nicht ändern. So, Frage 2, leid und deutlich. Seit fast 30 Jahren lebt der Sänger Udo Lindenberg in einem Hotel. Ich möchte wissen, wie es heißt. Ist es A, das Steigenberger, B, das Ritz-Carlton oder C, das Atlantik? Atlantik-Hotel? Das wäre C. Und das befindet sich wo? In Hamburg. Richtig, dafür gibt es 10 Punkte. Ja, der kann sich das halt leisten. Ja, wir können das nicht, ne? Noch nein. Wir müssen dann wieder in den heimischen Verband einschweben, wenn wir hier durch sind. Frage 3. Welchen Namen hatte der Gott der Sonne in der griechischen Antike? War das A, der Metaxos, B, der Helios oder C, der Imyklikos? B, Helios. Boah, das kommt richtig. Die anderen, also Metaxos und Imyklikos, sind ja Alkohol. Das ist ein Helium, ne? Metaxos zum Trinken, oder? Und Imyklikos auch. So, Frage 4. Der Berliner Fernsehturm ist mit 368 Metern das höchste Bauwerk Deutschlands. Wann wurde der Berliner Fernsehturm eröffnet? War das A, der 3. Oktober 68, B, der 3. Oktober 1969 oder C, der 3. Oktober 1970? Wann wurde der Berliner Fernsehturm offiziell eingeweiht? 68, B, 69, C, 70. Stehen zur Auswahl. Zum 20. Jahreszahl. Antwort C. 69. Okay. Ihr müsst euch noch einigen. Also Antwort C wäre 70. Nee, dann oder 69 wäre B. Dann ist Antwort B. Antwort B, und das ist richtig. Ja, da ist der Geschichtsmann wieder da. Das war der 20. Kurz überlegt, genau. Und schon geht's los. So, Frage 5, dann haben wir die Hälfte schon durch. Die lautet: Wie viele verschiedene Verkehrszeichen gibt es in Deutschland? Dazu gehören Verkehrs-, Gefahren-, Vorschrifts- und Richtzeichen, keine Wegweiser. Also, wie viele gibt es in Deutschland? Verschiedene. Sind das A, 360, B, 680 oder C, 712? Verschiedene Verkehrszeichen. Also A, 360, B, 660, B, 680, C, 712. Also alles, was Bedeutung hat, offiziell in Deutschland. Antwort A. Antwort A ist 360. Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, sind es also 680. Hier wird richtig viel reguliert. Jawohl, das hat man schon mal bei einer Frage. Es sind wirklich 680. So, und jetzt Frage 5 durch. Wir machen eine kleine Pause für die Werbung und ihr könnt mal ein bisschen Schweiß tupfen. Herzlich willkommen hier bei uns im Hyundai Autohaus in Diepoldeswalde. Ich stehe hier an unserem Hyundai Ioniq 5N. Das Fahrzeug gibt es nicht zu gewinnen, aber zum Probefahren und zum Anschauen steht er natürlich für Sie bereit. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch viel Erfolg für die nächsten 5 Fragen. So, herzlich willkommen hier zurück in unserem wunderschönen Quizstudio Outdoor Vereinsquiz 2024. Der SC Freital ab Sektion Tischtennis haben bei 5 Fragen 30 richtige erzielt. 80 können es noch werden. Wir gucken, wo wir am Ende landen. Teil 2, los geht's. Frage 6. Welche ist die älteste Stadt Deutschlands? Ist das A, Köln, B, Mainz, C, Worms? Die älteste deutsche Stadt. A, Köln, B, Mainz, C, Worms.
so bei Worms, weil so kommt es ins Worms. Ja, Köln ist ja eine römische Gründung, Kolonia. Bei Worms, nee, Worms ist, also ich würde auf Köln. Na, dann machen wir Köln. Dann machen wir Köln. Macht er Köln? Köln. Wäre falsch, das ist Worms. Scheiße, denn schon 5000 vor Christi hinterließen die Kelten in Worms ihre Spuren. Also so weit geht es schon zurück. Wo kommt es ins Worms her? Also ich fand die immer noch Trier als älteste Stadt Deutschlands. Gehört mit zu den 10 Ältesten, aber ist nicht die älteste. Mhm. Die Geschichtsforschung entwickelt sich ja auch ein bisschen weiter. Ne? Frage Nummer 7. In welchem USA-Bundesstaat findet man den Olympic National Park? War schon jemand in den USA? Ja. Dann ist das ja eine ganz einfache Sache. Also, befindet sich der Olympic National Park A im Bundesstaat Washington, B im Bundesstaat Texas oder C im Bundesstaat Kalifornien? Wo gibt es den Olympic National Park? Washington, A, B, Texas, C, Kalifornien. Washington ist ja links oben, also das Texas, das glaube ich auch nicht, also ich würde Kalifornien so. Ja, bei Washington. Also ich frage nochmal, in welchem Bundesstaat befindet sich der Olympic National Park? Washington, A, B, Texas, C, Kalifornien? Wir nehmen Kalifornien. Ihr nehmt Kalifornien, ja, der ist aber doch ganz links unten, oder wie er sagt, links ja, ist Washington. Also doch links oben, das ist ja fast an Kanada, Washington. Ja. Yep. So, na aber gut, man kann ja nicht alles bereisen, ne, wenn man da mal einen kleinen Urlaub macht. So, ihr könnt jetzt nicht mehr führend werden, denn ihr könnt maximal noch so viel erreichen wie der Förderverein Kinderhaus Samenkorn, 60 Punkte. Das wollen wir jetzt angehen mit einer enormen Leistung. Die Frage, der Rüsi oder Rüsi, zu Deutsch Meeraugspitze, ist der höchste Berg Polens. Ich möchte wissen, wie hoch er ist. Rüsi, wie hoch der ist. Oder Rüsi oder Rüsi, ich weiß nicht, wie Polen ist. Rüsi, ja. Also die Meer, Meeraugspitze auf Deutsch, ne? Ja, ist der 1.988,5 Meter, B 2.499,6 Meter oder C 2.509,1 Meter hoch? Das sind wieder Zahlen. Die Gallachspitze. Also ich sag's mal, knapp 2000 A, knapp 2500 B oder über 2500 C. Das ist vielleicht einfach erklärt. Wir nehmen diesmal nicht mehr die Mitte, oder? Unter 2000. So, ihr müsst langsam. 2200, was war? 2496 wäre B, 1888,5 wäre A, C, 2509. B ist richtig. 2499,6 Meter. Das sind ja hier schwere Geburten. Zwei Wissenstests haben wir noch im Angebot. Und dann sind wir durch. Dann machen wir für heute Feierabend. Arola, Kiwano, Ladiva und Persika sind alles. A. Tomatensorten oder Gurkensorten, B. oder Apfelsorten. Arola, Kiwano, Ladiva und Persika. Sind das A. Tomatensorten, B. Gurkensorten oder C. Apfelsorten? Wir nehmen B, die nehmen Tomaten. B. Tomaten wären A, B wären Gurken. Dann nehmen wir A, die Tomaten. Ja, da hätte man B, die Gurken genommen. Die wären richtig gewesen. So, und jetzt kriegen wir noch einen 50er dazu. Das haben jetzt alle geschafft. Schön. Ja, schön. Frage 10. Au, verflixt. Ein Dramm ist gleich 100 Luma. In welchem Land ist das die offizielle Währung? Also Dram ist die große Währung, Luma die kleine Währung. Mhm. Reden wir hier A von Angola, B von Aruba oder C von Armenien? B. Dram und Luna gibt es die als Währung in A Angola, B in Aruba oder C in Armenien? Afrika.
unter dem Trecker. So, meine Herren, langsam. Angola, Aruba oder Armenien? Wir nehmen Angola. Ihr nehmt Angola und das ist falsch. Okay. Es ist wirklich Armenien. Armenien? Okay. Armenien. Also ehemalige Sowjetrepublik. Ja, ja, mhm. Und somit pegeln wir uns bei stolzen 40 Punkten ein. Das ist keine Glanzleistung, aber auch nicht ganz schlecht. Also herzlichen Glückwunsch zu 40 Punkten. Danke. Vielen Dank Danke. Fürs Mitmachen. Gerne. Und im Finale werden wir uns nicht wiedersehen, nehme ich fast an. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Es gibt noch einen kleinen Gutschein von der Strakos Erlebniswelt. Ihr könnt Gerd einkaufen für die, es sind 30 Euro. Oder euch im Galerierestaurant was schmecken lassen, ein Bierchen trinken. Super. Für euch, Vielen weil bei Dank. FRM niemand verliert. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Mitspielen. Nächste Woche gibt es ein neues FRM-Vereinsquiz. Und dort geht es wieder um 100 Punkte und um den Meister im Vereinsquiz 2024. Bis dahin, tschüss. Ciao. Das Vereinsquiz wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Und Ihr Professor Tatze wünscht Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Vereinsquiz. Manchmal kommt's im Leben etwas anders, als man denkt. Dann kann aus einem kleinen Streit schnell eine teure Rechtsstreitigkeit werden. Wenn sich zum Beispiel Ihr gebuchtes Ferienparadies als totaler Reinfall entpuppt. Genau dafür gibt's den Ergo-Rechtsschutz im Privatbereich. Mit diesem müssen Sie das Kostenrisiko nicht scheuen. Er hilft Ihnen dabei, dass Ihr gutes Leben Ihr gutes Recht ist. Von der ersten Beratung bis hin zur unkomplizierten Übernahme möglicher Anwalts- und Gerichtskosten. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Ergo-Berater. Ergo Rechtsschutz. Leistung stark abgesichert. Von der Ergo Generalagentur in Gonei in Ölsa. Kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Herzlich willkommen im Autohaus Liliensieg. Ihr Fahrzeug ist schon älter als 4 Jahre? Dann profitieren Sie von den attraktiven Preisen des Liliensieg Economy Service. Denn bei uns gilt, umso älter Ihr Fahrzeug, umso höher der Nachlass. Ab 4 Jahren erhalten Sie so 10%, ab 6 Jahren 15% und ab 8 Jahren 20% Nachlass auf die gesamte Werkstattrechnung. Mit dem Liliensieg Economy Service passt der Preis zum Fahrzeugalter. Und jetzt wünschen wir allen noch viel Erfolg beim Vereinsquiz. Sowie der Strakos Erlebniswelt in Kolmnitz.